Hallo Leute, wir sind wieder da. Der Bartrag hat zu schnell geschossen. Ja, ich war das. Er hat schon wieder das Spiel gestartet. Da. Hallo Leute. Sonnig morgen. Morgen wird sonnig. Und gut Humor. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, Leute. So, ich gehe meine Fishing Spots wieder füllen. Und du gießt wieder. Ja, ach nee, kann ich. Dann machen wir gemeinsam Ausflug zu Clint. Und dann zur Mine. Und dann zur Mine. Ich hasse es, was passiert. Wenn die Fishing Pots einfach mit rausnimmt. Ja, das ist aber tatsächlich mit Controller noch viel öfter so, dass mit. Es kommt darauf an, wie man sie anordnet. Wenn man so wie ich anordne, dann passiert das nicht ganz so häufig. Weil sie einfach. Aber wenn man sie an zum Beispiel Ecken und Kanten anordnet, immer wieder. Weil du dann mehrere, wenn du einiger doppelt ansprechen kannst, das ist ja. Übrigens ist es noch ein bisschen verbuggt, das Gießen. Guck mal, wenn ich mich bewegt habe vorher, dann sieht das so aus. Dann hebe ich die Gießkanne nicht hoch. Sondern auch wenn ich so mache, dann bewege, dann loslasse, dann stehe ich auf einmal. Hier, muss mal gucken, da. Ich bewege mich und dann. Ja. Lass ich die Gießkanne einfach los. Das ist alles ein bisschen buggy. Dafür ist es auch noch eine Beete. Cloth. Cloth ist sehr gut. Brauchen wir. Ja, Cloth ist sehr gut. Und was ich gut finde, ist, dass die Gießkanne jetzt einfach mehr Inhalt hat. Ja. Ich muss sie zwischendurch eigentlich gar nicht mehr vollfüllen. Auf zu Clint! Auf zum Hackfleisch! Du hast Hackfleisch? Auf wundervoll! Ich hab noch Füllen. Ja. Das sind die Minen. Das ist der Busstopp. Hier ist die Stadt. Wow, Bartrag. Wow. Wow. Ich wollte einfach nur ein bisschen Minecraft fahren. Big City Life. Mülltonne treten. Das ist lustig, wenn du einen Hinweis kriegst, wenn ich dich sehe. Wenn Mülltonnen treten. You can't see me. Now you see me. Now you see me too. Minen. Busstopp. Verdammt. 100. So, erstmal meine Spitzhacke ganz nach hinten anordnen, da wo sie hingehört. Meine ist auf zweiter Stelle. Da gehört für mich nicht die Spitzhacke hin. Oh, hier ist sogar noch die Dings von dir letztens. Echt? Nein, wahrscheinlich nicht. Oder war da nur zufällig eine? Da war, glaube ich, nur zufällig eine. So, ich sollte die Steine lassen. Damit ich das Minenlevel heute. Brauchen wir Feuerquarz noch für irgendwas? Mitnehmen. Immer mitnehmen. Zur Not verkaufen wir sie irgendwann. Wenn du die Leiter gefunden hast, kannst du mir mal Bescheid geben. Ich habe Leiter gefunden. Ja, habe ich gemerkt. Geh mal auf mich, du dummer Gegner. Ah, hier ist eine Sackgasse. Weil ich hau hauptsächlich auch die Steine raus, mit denen ich Erfahrungspunkte bekomme. Ja. Oh ja, das mit dem Eisenerz hat er jetzt auch gerade doppelt gespawnt, finde ich gut. Naja, das ist schon nicht schlecht. Aua. Ich würde dich gerne retten kommen, aber. Mich musst du nicht retten, ich habe dasselbe Schwert wie du. Bringen Erzdinger eigentlich auch Erfahrungspunkte? Ja. Golderz bringt, glaube ich, 6 oder 8 sogar. Ich glaube, 3 Erfahrungen für Kupfer, 5 und 8. Aha, übrigens. Okay. Ich mag die Musik in der Mine super gern. Ich gehe schon mal weiter, ne? Ich nehme das Ding noch mit. Und, da hinten der Feuerquarz. Nehme ich jetzt nicht mit. Warum stehst du bei mir noch darum? Ich stehe da nicht. Oh, jetzt bist du weg. Wow. Glitchy McGlitch fest. Stehst du schon wieder bei mir rum.
Ich hab den Slime schon getötet. Steht bei mir auch drin. Glitchy Mac, Glitch. Ich glaube, wir müssen das Spiel gleich nochmal neu starten. Jetzt läufst du einfach durch die Steine durch. Ist einfach, wir sind dann nach rechts oben gelaufen. Da bin ich gar nicht. Ich hab die Steine schon kaputt gemacht, da liegt's unter. Okay. Ja, bin rausgeflogen. Bartrax ist gegangen. Okay. Kann ich direkt wieder nachjoinen? Enter IP, 19, warte, ich glaube ich hab noch. 192 Punkt. 192 Punkt. 168 Punkt. 0.34. Ja, ich glaube auch 34 war es. Oder 43. Ja, ja, ja. Nee, ich glaube 34 war es gewesen. Connecting, gucken wir mal. Weil es ja über Netzwerk sollte ja nicht passieren. Habe ich ein Komma geschrieben irgendwo? Leute, ihr müsst mal ganz kurz warten, aber das Spiel hält jetzt an. Koop. Warte mal. Ich schicke dir jetzt einfach eine direkte Einladung. Ja, mach mal. Ach, du bist dann aber nicht mehr hier, soweit ich das weiß. Freunde einladen. Verbindung wird hergestellt. Ah! Dann müsstest du das aber sehen, oder? Mein Steam anscheinend. Dein Steam hat rumgemeckert? Online. Jetzt bist du auch wieder online. Ja, kannst du mich einfach dazu joinen? Muss ich bei LAN nochmal gucken, 192.168.0.34. Enter geht nicht. Jetzt bin ich wieder dabei. Ah, okay, mein komplettes Internet war weg. Das werdet ihr jetzt natürlich nicht gemerkt haben, YouTubes Leute. Weil, Jetzt bin ich wieder hier! Mein Stream hat neu gestartet. Es gibt. Habe ich die Mod installiert, um dich her zu teleportieren? Ja, ich glaube nicht. Also, ist ja schnell. Ich kann einfach bis zur nächsten Ebene. Was ist denn das schon? Welche Ebene sind wir? Also, das ist eine Kampfebene. Ah, das ist. Ich wusste gar nicht, dass es da ein Zeichen für gibt. Doch. Neuerdings, ja. Ne, die gibt's schon immer. Echt? Ja. Ich habe da nie da oben links in die Ecke geguckt. Und jetzt einfach die hier. Ich glaube, ich bin bei dir. Ich habe die vierte Zwergenschriftrolle gefunden und. Hier sind noch irgendwo Gegner. Da. Stein als ob. Ich hab noch eine Fledermaus irgendwo, ja. Unten links ist noch eine gespawnt. Die zählen halt auch als Gegner, wenn sie spawnen. Schaffen wir noch. Locker. Ja, locker. So schnell wie wir sind, könnten wir sogar die 120 heute schaffen, aber ich habe keine Zäune dabei. 115 vielleicht. Du wachst bei mir schon wieder. Echt? No, komm schon. Das ist mein Internet. Da muss man den Stream gleich mal stoppen. Ja. Aber ich habe nämlich schon wieder. So. Ich bin froh, dass es die Aufnahme nicht betrifft, aber ich habe schon wieder Reconnecting. Willkommen im Chat. Oben links. Oben links. Ah, okay. Wahrscheinlich spastet das Netzwerk gerade kurz rum. Das kann sein. Weil wir beide über WLAN drin sind. Hast du den gerade kaputt gemacht? Nee, den hast du kaputt gemacht. Bei mir sah es aus, als ob du den kaputt gemacht hättest, weil du draufgehauen hast. Das kann aber auch sein, dass ich den kaputt gemacht habe, indem ich mit der Spitzhacke draufgehauen und der kaum Leben hatte. Ich habe übrigens die Zwergenschriftrolle 4 gefunden. Okay. Das heißt, wir können den Zwerg dann freischalten und gleich mit ihm sprechen. Inventory voll, hier liegt ein Diamant. Hol ich mir. Meiner. Leute, ging halt nicht mehr bemerkt. Selbst die Kohle, die Kohle hast du jetzt zweimal. Nee. Ja, das zweite Mal, ist ja mit Absicht jetzt, dass die Dinger. Es gibt eine Mod, wo die alle zwei Male, wenn du da hinkommst, in die Ebene wieder aufgefüllt wird. Also man kann auch einstellen jedes Mal, aber. Ganz cool, dass man halt hin und wieder. Gibt es eine Möglichkeit, dass die hier aufgefüllt werden? Hier unten ein Diamant übrigens. Ja, gibt es. Also, wie gesagt, es gibt eine Mod dafür. Also, auch in-game. Na, ich glaube nicht. Ich glaube, die Gegner reagieren nicht mehr auf mich. Du reagierst ja gerade auch nicht auf den Gegner. Dadurch, dass du bei mir halt nicht an der richtigen Stelle bist.
Ich werde mal ganz kurz den Stream beenden. So Leute, wir sind wieder da. Wir mussten das jetzt mal ausnahmsweise schneiden. Ja. Weil ich wollte nur den Stream beenden. Technische Probleme. Sobald Suki nicht mehr da ist, geht ja alles im Bach runter. Eben. Deswegen haben wir jetzt auch den Stream einfach aufgehoben. Erstmal, weil... Ich nutze die Zeit mal gleich, mal hier ein bisschen Zeug wegzubringen. Ja. Bisschen, dann komme ich sofort wieder zu dir. So, ich bin schon noch eine Ebene weiter, 109. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Inventarplatz. Das heißt, wir werden nur bis 110 wahrscheinlich heute kommen. Vielleicht, wenn es jetzt alles läuft, dann auch bis 115. Aber... Oh, ja. Hast du 110? 110 habe ich. Warte mal. Dann warte ich so. Und... Wow, die Weltallstiefel. Space Boots. Die Space Boots are made for walking. Was schmeiß ich denn weg? Fasern. Zap. Wir hoffen mal, dass es jetzt wieder funktioniert. So. Wir hoffen einfach mal, dass alles läuft. Jetzt sollten ja auch keine Dropped Frames mehr sein und so weiter. Hier unten ist eine Treppe. Ah ja, okay. Gegner sind auch keine, außer der einen Fledermaus, die gerade gekommen ist. Oh, das sah lustig aus, wie du da runtergeklettert kamst. Echt? Bin runtergeklettert gekommen? Ja, das sah aus, als ob du so die Leiter, die Leiter runterkletterst. So mit dem Rücken zuerst kamst du da runter. Wenn du die nächste Treppe findest, musst du mal da warten, bis ich runterkomme. Sollte bei dir genauso cool aussehen. Ja, ich guck gleich mal. Hast du sie gefunden? Nee. Witzig, dass du das mithörst, wie ich meine ganzen Steine kaputt mache. Das hört man pro Ebene doch immer. Ja. Also pro Map. Ja, natürlich hat er mich noch voll geschleimt. Was gefunden? Nee, noch nicht. Ich hab einer. Okay. Bin schon da. Ich warte jetzt mal, guck mal. Nee. Nee, bei mir nicht. Bei mir erscheinst du einfach. Ja. Helle Steine mache ich kaputt. Eben Erfahrungspunkte und zwar flott. Ja, locker bis zu 115. Dann musst du wohl noch schaffen. Das sind zwei Ebenen noch. Ja, aber die Ebene hier ist so klein. Ich glaube, es ist ein bisschen verbuggt, weil meine Energie wurde wieder voll aufgefüllt, weil ich neu gejoint bin. Ich habe was gefunden. Ja. Es wurde gleich dunkler, als du gegangen bist. Wenn Zugi das hören könnte. Aber ja, wir finden gerade sehr viel Gold, das ist voll gut. Das ist allgemein, Gold gibt es halt ohne Ende. Fand ich nie. Vielleicht wurde das irgendwann gefixt mal, dass es mehr Gold gab oder sowas. Und da unten ist die Treppe schon. Wollen wir noch versuchen? Nee, es ist 10 Uhr abends. Okay, dann würde ich nur noch gehen. Ich meine, wir kommen ja schnell zurück, aber... Man muss es ja nicht übertreiben. Und Eben. Wir haben ja den morgigen Tag noch. Und wir müssen sowieso das Inventar noch lernen. Genau, Bushaltestelle. Und dann nehme ich gleich mal Zäune mit. Ich baue mir so ein paar Zäune und... Haben wir eine große Bombe? Haben wir nicht, ne? Können wir schon Bomben bauen? Ich glaube, Wir haben keine mehr. Wir haben nur Cherry Bombs. Ich hatte mal eine gefunden gehabt, aber die habe ich nicht eingesetzt, weil ich das lustig fand. Ich hoffe, dass es mit Cherry Bombs auch geht. Oh, Inventar ist voll. Naja, ist nicht so schlimm. Das kann ich eh dahin packen. Das kommt dahin. Die Schleims kommen da rein. Hab ich da was? Ja, die Diamanten kommen da rein. Das kommt da rein. Nimm dir was zu essen mit. Ich denke, wir gehen erstmal schlafen. Ja. Wir räumen das morgen alles ein. Sagt er und räumt trotzdem noch alles ein. Kommen wir zumindest die Crab Patty. So. Aha, ich laufe. So. Ich bin im Bett. So. Funktioniert das einmal oder funktioniert das immer wieder? Was?
in die Wüste zu kommen, ja. Immer wieder. Braucht man jedes Mal eine Bombe? Ja, und Zäune. Oh, Ich weiß halt auch nicht, das muss ich sagen, ob das mit einer Cherry Bomb reicht. Oh. Was mich ärgert, ist, dass mein Mining Level nicht weiter hochgegangen ist. Aber erstmal die Daily Routine. Eben. Und ich glaube, sollte mittlerweile die der Kupfer fertig sein? Nee. Ich glaube morgen erst. Ich weiß nicht, kann sein, ja. Kannst du mal gucken gehen. Nüt. Wie kommst du auf Nüt? Meine Gießkanne macht Nüt. Achso. So. Nicht vergessen, das Ding wieder zu füllen. Nicht vergessen, Mittagessen. Das Stream ist jetzt aus, ne? Der Stream ist jetzt aus, genau. Das ist jetzt ausschließlich für YouTube. Was mache ich eigentlich mit den Lavaschuhen? Verkaufen. Okay. Firewalker Boots. Was denn? Achso, ich dachte, das ist die Wertbegrenzung rum und dachte, wir haben gar keinen Stall. Weil ich wollte mich gerade aufregen und sagen, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Robin hämmert noch drauf rum. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt, du Idiot. Isst mein Fleisch. Nächster Tag erst. Kann ich die einfach hier verkaufen, die Schuhe? Nee, leider nicht. Pack sie in die Kiste erstmal mit rein oder so. Weil... So. Zu essen mitnehmen und was zu essen? Ich habe jetzt sehr viele Zäune gemacht und nehme aber nur die Hälfte erstmal mit und werde alles andere. Kann man die Ancient Fruit essen? Nein. Achso, wir müssen sowieso erstmal noch ein paar Ebenen machen. Das ist witzig, weil man die Ancient Fruit einfach nicht essen kann. Kann sie eigentlich nur verkaufen oder zu Wein verarbeiten. Badam, bam, badam, bam, 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 bam. Letzten 5 Ebenen. Ich hätte ja nach dem Lack gucken können jetzt noch, wie ich gemacht. Soll ich mal gucken gehen? Ist anscheinend gut. Du hast deine Angel dabei? Ich habe meine Angel dabei, ja. Das ist gut. Wetterbericht. Oh, ein wunderschön sonniger Tag. Leicht verstört. Tja, das können wir jetzt auch nicht ändern, wenn die Geister leicht verstört sind. Also wir könnten schon, aber... Cheating! Will ja keiner. Eben. Dafür habe ich meinen anderen Spielstand, wenn ich mal cheaten will. Das machen wir aber nicht in der Aufnahme. Nee, nee. Das ist, nur wenn ich Leuten Stream-Sachen zeigen möchte. Oh, verdammt, ich wollte das schon. Wann gibt es eigentlich das nächste Tutorial-Video, wenn ich endlich mal dazu komme, das zu machen, weil jeden Tag, wenn ich mir vornehme, ich mache das, kriege ich einen Anruf. Sag mal, Sven, kannst du heute spontan arbeiten? So. Wir können jetzt zum Dwarf und wenn wir nachher noch die Dwarven-Scroll... Ich mache schnell die Dwarven-Scroll abgeben, damit wir mit dem Dwarf reden können. Okay. Du buddelst dich bis unten durch, weil dann kann ich bei ihm sicherheitshalber eine große Bombe kaufen. Ja. Oh, schon wieder ein Zug. Meine Energie halt schon halb leer ist wieder. Kann vielleicht daran liegen, dass ich in der Kupferspitzhacke rumrenne. Ja, wahrscheinlich. Hast du dir was zu essen mitgenommen? Nö. Ich meine, es geht ja schnell nach Hause mit den Dings. Dadurch, dass dich die Mine nicht resettet, solange einer drin ist. Das ist halt echt praktisch. Ja, das heißt, du wartest dann ganz kurz, bis ich drin bin und dann die Museum spenden. Verdammt, wir haben Dwarven Scroll 4 schon. Hier fehlt uns noch. Ernsthaft? Ich krieg jedes Mal, wenn ich das abgebe. Okay. Welche fehlten uns dann noch? Ich weiß nicht, welche sind die. Ich glaube, ich komme nicht bis 20 runter. Wenn ich nicht gleich irgendwas finde hier. Ich bin gleich da.
Achso, warte mal, es gibt noch neue Belohnung. Was gibt's denn neue Belohnung? Was aus. Die Bärenstatue? Okay, will ich nicht. Okay. So, ich war dann anders ab. Man muss nur mal meckern, dann geht was. 18. Uns fehlt noch eine Dwarven Scroll. Ich hab geholt. Welche ist das? Uns fehlt die. Da ist 19, aber so viel Gold! Und meine Energie ist gleich leer! Ah! Ich glaube, die 3 fehlt uns. Ich habe keine Energie mehr. Wart dort, wo du bist. Nee, ich gehe noch eine Ebene runter. Ah ja, naja, halt so ungefähr. Mehr entstehen jetzt erzeugt sein können. Welche Ebene bist du? 119. Oh, okay. Das heißt, hier ist noch das ganze Gold. 118 ist eine Menge Gold gewesen. Ja, das hole ich mir noch schnell. Ich könnte Set wissen. Set bringt den negativ. Hier ist auch so viel Gold und ich komme nicht durch, weil ich keine Energie mehr habe. Ah. Ich bin gleich 119. Du kannst theoretisch schon nach oben gehen. Ich bin jetzt auf der Ebene 119. Ich dachte, du bringst was zu essen mit. Ich kann dir auch was zu essen geben, aber ich habe nur 5 Dings, also. Warte mal. Ja. Warte mal, ich gebe dir noch einen. Ha! Ebene 120, sorry. Da war noch Gold unten. Skull Key! So, jetzt bin ich mal. Ich krieg den Skull Key nicht. Der ist bestimmt bei mir schon im Inventar drin. Ja. Ja. So. Jetzt. Ich guck erstmal dazu. Okay. So, ich weiß nicht, ob das mit dem reichen wird. Ja, weg da? Nein. Okay. Gut. Also der Radius könnte reichen, aber ich glaube, ich muss es weiter bauen. Oder sie haben das... Was passiert da? Da gibt es eine Treppe, die uns direkt in die Schädelmine führt. Warum? Ich weiß nicht. Because reasons, I think. Das sollte theoretisch funktionieren, wenn ich das... Nein. Du hast ja eins hochgesetzt. Ja, ich versuch's noch einmal. Du weißt noch, wo ich es gesetzt hatte? Nee. Nimm die große Bombe. Du hast nicht mehr so viele Zäune, glaube ich, oder? Ich habe nicht so viele große Bomben. Ich habe keine große Bombe, das ist das Problem. Dann hole ich eben eine. Wie willst du die holen? Achso. Ich kann doch nicht mit dem Dorf reden. Dann haben wir ein Problem. Eben. Dann gehe ich jetzt zurück. Das kann halt sein, dass es nicht funktioniert im Multiplayer. So, ich probiere nochmal das und dann. Ja, wahrscheinlich funktioniert es im Multiplayer nicht. Eigentlich sollte genau hier dann eine Treppe entstehen. Ist das gewollt? Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich habe es gesehen. Habe es auch schon ausprobiert. Tatsächlich, es funktioniert also. Aber es kann sein, dass es halt nur mit der großen Bombe funktioniert. Hm. Ja, auch nicht. Warte mal, ich mache das jetzt einfach mal, nur um zu testen, ob das noch funktioniert. Ich gehe dann halt einfach nicht hin. Aber dann cheate ich mir mal ganz kurz eine Bombe, Leute. Bombe. So, und dann. Einfach for interest. So, wenn wir da jetzt eine große Bombe hinpacken und gucken wir mal, ob es dann funktioniert. Nein, okay, es funktioniert anscheinend im Singleplayer, im Multiplayer nicht. Oder es ist gefixt worden. Oder es ist gefixt worden, das kann auch sein. So, Bushaltestelle. Aber wir sind auf Ebene 120 runter. Yo. Immerhin.
Jetzt können wir auch jederzeit reingehen, um Gold zu holen. Und wir haben halt schon eine Menge Gold wieder. Und wir haben sehr viel Dings weggeschmissen. Sehr viele Holzzäune. Na gut, das ist jetzt nicht so, dass das allzu teuer ist. Oh! Was denn? Mach gleich mal eine Questline. Eine Questline? Ich starte gleich eine Questline. Weißt du, welche Questline ich starten werde? Oh ja, ich weiß, welche Questline ich starten muss. Die für uns beide gilt? Das weiß ich nicht. Wir haben ja genug Batterien. 8 und 10 abends, ne? Ja, ich weiß schon. Ich starte nur schnell die Questline. Ich überleg. Was, das Kupfer ist bei dir schon fertig? Bei mir noch nicht? Bitte nicht schon wieder. Bist du schon wieder weg? Es kann sein, dass ich wieder rausgeflogen bin. It's loading, load. Ja. Ja. Der Bardrock ist gegangen. Wir müssen nach dem Tag vielleicht sowieso mal ausmachen. Deine erste Aufgabe, bringe einen Regenbogenmuschel zum Bahnsteig. Lege sie in die Box, Mr. Key. Okay, machen wir. Aber nicht heute. Wir gucken mal, ob der Bardrock jetzt noch schnell joinen kann. Ansonsten machst du dann Feierabend. Genau, dann mache ich Feierabend. Und wir nehmen ja am Montag sowieso wieder auf. Und dann haben wir... Also wir haben gestern aufgenommen für euch. Und dann sollten wir für morgen schon wieder Folgen haben. Funktioniert gerade nicht, ne? Doch. Kommst jetzt extra rein, um dich schlafen zu legen. Das ist schön. So. Ins Bett gehen. Haben wir heute was verkauft? Ich weiß es doch nicht. Ich auch nicht, aber wir machen sowieso nach dem Tag jetzt erstmal... Vielleicht doch nicht. Gucken. Da. Irgendwas habe ich einmal geschafft. Fishing Level 8. Nice. Okay. Was hast du geschafft? So, Hofbuch aktualisiert. Was? Tiere aufziehen, fertig. Ja, eine Scheibe braucht. Das war, okay. Moment. T/Pause. So. Da würde ich nämlich sagen, das war's für heute. Ja. Für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder oder hören uns. Ihr seht uns ja nicht, wir sehen euch nicht. Aber das ist ja nicht so schlimm. Bis dahin und tschüss. Ciao.